Hallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hearthstone. Heute, wie ihr seht, mit einem Pack-Opening. Und zwar ist jetzt endlich das The Grand Tournament, das große Turnier, erschienen. Wie ihr seht, habe ich hier schon zwei Booster. Wir kaufen noch 10 dazu. Und dann versuchen wir mal unser Glück. So. Ich habe ja jetzt extra schon darauf gespart. Jetzt kann ich mir 12 Packungen kaufen. Zwei habe ich da jetzt schon. Wir kaufen jetzt noch 10 dazu. So. Ist schon ein ganz schöner Stapel. Und dann versuchen wir mal unser Glück. Ne? Jetzt wollen wir ein bisschen Spannung aufbauen. Die spektakulärsten Nebenattraktionen und die imposantesten Kämpfe aller Zeiten gefasst. Oh, das ist doch Tyrion gewesen, oder? War das Tyrion? Ey, ja, ich habe das Gefühl, die explodieren irgendwie ein bisschen heftiger als. Oh, im ersten Pack direkt ein Legendärer, Leute. Ist das episch oder was? Was ist das? Der Nebelrufer, Kampfschrei, verleiht allen Dienern auf eurer Hand und eurem Deck plus 1 plus 1. Oh mein Gott, das ist ja auch noch voll die geile Karte. Nice, Leute. Und ihr wart dabei. Ihr wart dabei. So kann's weitergehen. So kann's weitergehen. Alter, wie die abgehen, die Dinger. Oh, episch. Okay. Also, wir können ja mal ein bisschen durchgucken, was die Dinger können. Die hier kenne ich schon vom letzten Kartenchaos. Ein zufälliges Wildtier bei, wenn ihr ein Wildtier kontrolliert. Ja. Vernichtet alle Diener außer auf jeder Seite den Diener mit dem höchsten Angriff. Okay. Verursacht 4 Schaden. Ja, den haben wir jetzt schon zweimal in einem einzigen Pack. Combo erhält plus 3 Angriff. Alles klar. Ja, dann nehmen wir gleich mal das nächste Pack. Ey, dass wir gleich im ersten Pack eine Legendäre hatten. Ey, ich komme da jetzt immer noch nicht drauf klar. Aber wie die explodieren, ne? Das ist voll so relativ langsam. Die bauen die Spannung auf. Okay, ist jetzt nicht der Überburner, aber was bringt hier die Waffe? Agentumlanze. Deckt einen Diener aus jedem Deck auf, erhält plus 1 Haltbarkeit, wenn euer Diener mehr kostet. Alles klar. Sonst ja. Eiswüter. Spottkreatur, die ist doch auch. Gibt es nicht. Es gibt doch schon eine Spottkreatur, die genau dieselben Werte hat, bin ich der Meinung. Silberne Regentin ruft einen Rekruten der silbernen Hand plus 1 1-1 herbei. Das ist auch nicht schlecht, ne? Weil jedes Mal, also ist ja eine Inspirationsfähigkeit, jedes Mal, wenn man die Heldenfähigkeit einsetzt, gleich in 1-1. Für einen befreundeten Diener plus 2 Angriff. Okay. Okay, nicht schlecht. Machen wir mal die nächste. Es wird mal wieder Zeit für eine Legendäre, oder? Ja, komm. Scheiße. Spot 2-1, ey. Erhält plus 1-1, wenn ihr einen Piraten kontrolliert. Okay. Eure Heldenfähigkeit kostet 1. Diese Kreaturen ohne Fähigkeiten, ne? Wobei für 5 Mana, 5, 6, ne, ist nicht schlecht. Leitet euren Dienern mit Spot plus 2 plus 2. Oh, die Karte könnte übel sein. Wenn man jetzt viele mit Schrott draußen hat, nicht schlecht. Das ist ja eine Kriegerkarte, soll wahrscheinlich darauf anlegen, dass die Krieger auch mal mehr Spottkreaturen drin haben. Und. Oh. Kombo verursacht einen Schaden. Wählt einen Diener. Stellt bei eurem Helden jedes Mal 4 Leben wieder her, wenn dieser Diener angreift. Okay. Inspiration. Verleiht eurem Helden plus 2 Angriff in diesem Zug. Ich glaube, die ist auch nicht so schlecht. Die geht auch klar. Aber den habe ich ja jetzt auch schon. Habe ich den jetzt schon dreimal bekommen? Gefangener Jormungar. Den ja kenne ich auch schon aus dem letzten Kartenchaos. Ja, noch eine epische. Und noch. Oh, das ist auch ein sehr überdurchschnittliches Pack. Sehr geil. Cool. Leerenvernichter. Das ist ja im Prinzip hier.
Lehrerin ist ja im Prinzip vom Hexenmeister von WoW, ne? So, Inspiration vernichtet einen zufälligen Diener jedes Spielers. Okay, okay, das ist aber ganz schön aggro. Vernichtet einen, wobei das beim Hexenmeister natürlich ganz geil kommen kann. Vernichtet einen Diener, euer Gegner hält einen zufälligen Diener auf die Hand. Okay, finde ich jetzt nicht so mega berauschend. Erhaltet zwei zufällige Karten von der Klasse eures Gegners auf die Hand. Mhm, ja. Gibt es doch auch schon sowas ähnliches. Beim Priester, ne? Kampfschrei. Deckt ein Diener auf jedem Deck auf. Erhält +1/+1, wenn euer Diener mehr kostet. Okay. Fügt einem Diener 8 Schaden zu. Die habe ich auch schon gesehen. Also war ein sehr geiles Pack, aber ich will noch eine Legendary am liebsten. Kampfschrei verursacht 4 Schaden. Den haben wir jetzt schon 3-mal bekommen, ey. Verdammt, ey. Scheiße. Ein zufälliger Wildtier bei, wenn ihr. Den haben wir jetzt auch schon mehrfach. Fügt einem feindlichen Helden 2 Schaden zu, wenn euer Hand leer ist. Oh, Rekruten der Silberhand haben +1/+1 Angriff. Okay, darauf kann man jetzt mittlerweile echt ein Deck ausbauen beim Paladin. Ich habe auch das Gefühl, dass sie den Paladin ein bisschen pushen wollen mit diesen ganzen Karten. Dadurch, dass der Paladin noch ein bisschen hinterherhinkt. Jedes Mal, wenn ihr eine Waffe anlegt, erhält die +1 Angriff. Okay. Verdammt! Wie gehen die Packs aus? Er hält für jedes befreundete Totem +1/+1. Er ruft einen zufälligen Morlock herbei. Okay, das ist wieder für ein Morlock-Deck sehr gut. Verleiht einem Dämon +3/+3. Gebt eurem Gegner einen Mana-Kristall. Stellt 5 Leben wieder her. Ich finde ja diese Karte hier gar nicht schlecht, ne? Ich meine, das ist Inspiration. Also sobald ihr eure Heldenfähigkeit einsetzt, ruft ihr einen zufälligen Morlock herbei. Das heißt, es könnte sogar er hier kommen. Und das jedes Mal. Ich meine, er kostet schon 4, ist zwar ein bisschen überteuert für 3-4, aber sobald ihr eure Heldenfähigkeit einsetzt einmal, hat sich das schon gelohnt. Und wenn ihr es am Ende des Spiels ist, hat es sich schon gelohnt. Es könnte ja sogar der 3-3, der allen anderen +2/+1 gibt. Das ist ja irgendein Morlock. Und wundert mich auch, dass der hier jetzt nur grau ist. Aber egal. 4 Packs haben wir noch. Oben ist jetzt immer dieser Ende. Okay. Inspiration, lasst diesen Diener auf eure Hand zurückkehren. Ja. Inspiration erhält +2/+1 Angriff. Verleiht euren anderen Dienern +1/+1. Okay, das finde ich stark. Alle andere +1/+1. Fügt einen zufälligen Feind. Aber ist dafür sehr teuer, ne? Überteuert. Fügt einem zufälligen Feind 1 Schaden zu. Oh, Rekruten in der silbernen Hand haben. Den hier kann man wirklich, also den habe ich jetzt 2-mal bekommen, den könnte ich eventuell schon in mein Parler-Deck einbauen. Mein Parler-Deck braucht sowieso noch eine Überarbeitung. Oh, jetzt kriege ich in jedem Pack nur noch eine seltene. Kampfschrei. Die Heldenfähigkeit eures Gegners kostet im nächsten Zug 5 mehr. Wählt einen Diener, steht vor, jedes Mal, ja, das hatte ich schon. Geheimnis ruft einen Bären 3-3 mit Spott herbei, nachdem euer Held angegriffen wurde. Das hatten wir schon einmal in Kartenchaos, also im Tavern Brawl. Inspiration verleiht eurer Waffe +1 Angriff. Okay. Verleiht einem Diener +3 Angriff und Gottesschild. Das ist auch. Kann reinballern, aber dafür immer. Bei solchen Dingern denke ich mir immer, dafür eine Karte, die so einen kurzweiligen Effekt hat. Es kostet eine Karte im Deck, ne? Es kostet Platz. Ja, nochmal eine epische. Oh, eine epische Waffe. Okay, eure Heldenfähigkeit wird zu verursacht 2 Schaden. Ja. Kann man machen, ne? Ich weiß jetzt bloß nicht, wo nimmt man das am besten rein. Wahrscheinlich beim Magierer, dass er dann halt einen Schaden mehr macht. Das ist oder ist das sogar? Nee, Schamane ist das. Ja, gut. Schamane auch noch, weiß ich nicht.
Weiß ich nicht, ob man das da jetzt so gut gebrauchen kann. Verleiht einem befreundeten Diener plus 2 Angriff, stellt bei jedem Helden 4. Das, die Karte finde ich, kann auch ganz gut sein, gerade bei den schnellen Decks. Stellt bei jedem Helden 4 Leben wieder her. Und eure Heldenfähigkeit kostet beim nächsten Einsatz 2 weniger. Okay. Komm, ich will noch eine Legendary. Ah, verdammt. Scheiße! Ja, er hält jedes Mal plus 2 Angriff, wenn ein Charakter geheilt wird. Die ist auch stark, finde ich. So, den haben wir jetzt mittlerweile schon 4-mal. Scheiße, ey. So, deckt einen Diener aus jedem Deck auf. Stellt bei eurem Helden 7 Leben wieder her, wenn euer Diener mehr kostet. Ja. Kampfschrei. Erhaltet einen leeren Mana-Kristall. Todesröcheln verliert einen Mana-Kristall. Okay. Ja. Kampfschrei beschwört einen zufälligen Totem. Jo. Also auf jeden Fall habe ich das Gefühl, sie haben ein bisschen versucht, den Paladin, den Druiden, den Schaman und den Priester. Ja, den Priester nicht, aber Schamane, Druide und Paladin wieder ein bisschen zu pushen. Die waren auch alle so ein bisschen, die hingen so ein bisschen hinterher. Ja, das war's mit dem Pack-Opening. Wir können jetzt nochmal gucken, was wir hier zum Einstauben haben. Ja, die 3 Karten, ja, dachte ich mir schon, die einen. Also ich hatte 2 Karten, waren da irgendwie schon doppelt dabei. Dann können wir mal hier durchblättern nochmal, wo die neuen Karten so sind. Hier haben wir einmal. Hier haben wir beim Druiden haben wir 3 Karten immerhin. Aber ich finde es immer blöd, wenn man sie nur einmal hat, ne, dann bringt das einem auch nicht so viel. So, hier haben wir noch. Also ich werde jetzt wahrscheinlich auf jeden Fall in kürzester Zeit noch ein Schamanen-Video raushauen, weil dann kann ich natürlich die Legendary, die ich hier gerade gezogen habe, mal in Action zeigen. Euch mal in Action zeigen. Und ich denke, das ist doch das Interessanteste hier, was ich jetzt gezogen habe. Weil ich den hier finde ich ja auch echt cool, ne? Den werden wir mal uns auch dann genauer geben. Da war halt alles nur einmal, ne? Aber trotzdem, ich denke für 12 Booster, ich hatte bisher zwar jedes Mal, wenn ich 10 Booster hatte, eine Legendary dabei. Aber ich denke, vielleicht haben andere sogar das Pech, bei 40 Boostern keine einzige Legendary dabei zu haben. Ich könnte es mir vorstellen, ehrlich gesagt, dass man das Pech sogar auch haben kann. Deswegen sollte ich, denke ich mal, mit einer Legendary hier in den Packs zufrieden sein. Den haben wir auch schon 2-mal. Hier bei dem hier würde mich jetzt mal interessieren, wenn ich eine Combo mache, erhält er jedes Mal bei jeder Combo, die ich mache, plus 3 und dann jedes Mal wieder plus 3? Oder erhält er nur, wenn ich ihn mit Combo ausspiele? Ich glaube, wenn man ihn mit Combo ausspielt, erhält er die plus 3, ne? Und gerade wenn diesem Zug bereits eine andere, ja, wenn ich jetzt was anderes vorweg spielen würde, dann würde er das bekommen, ja. So finde ich ihn dann auch nicht so besonders toll. So, hier haben wir dann einmal das, das und hier ist die Legendary, der Nebelrufer. Leiht allen Dienern auf eurer Hand und in eurem Deck plus 1 zu sein. Das finde ich wirklich, wirklich krass, weil das Ding ist, du kannst es nicht kontern. Es ist dann einfach so, ne? Leute, das müsst ihr bei der Karte bedenken. Dadurch ist das eine starke Legendary. Schade, dass sie klassenspezifisch ist, also dass ich die jetzt nur im Schamanen benutzen kann. Die würde ich ja übelst feiern, wenn ich die in allen Decks reinballern könnte. Aber die finde ich gut. Das ist keine schlechte Legendary, darüber kann ich mich freuen. Denn ihr kennt das alleine schon. Ich kann euch das gleich nochmal zeigen. Hier haben wir noch das. Den leeren Rufer. Ihr kennt das ja alleine schon, wenn... Ja, genau, warte mal, das hatte ich, was war das hier nochmal? Deckt an, Dino aus dem Deck. Ja.
finde diese Karten mit Aufdecken nicht toll. Aber egal. So, jetzt erkläre ich euch nochmal, was ich euch sagen wollte. Und zwar Schwert der Gerechtigkeit. Das haut ja schon rein, obwohl das nur 5 mal +1/+1 macht. Ne? Und ich denke, wenn jede Karte im Deck +1/+1 erstmal reingedrückt bekommt, das ist schon nicht schlecht, Leute. Das haut schon rein. Das könnte interessant werden, Leute. Also seid gespannt auf die nächste Schamanenfolge. Ich baue ihn auf jeden Fall ein. Ich weiß aber gar nicht, ob ich da jetzt großartig was an meinem Deck verändern muss. Ich glaube, der passt da so schon ganz gut rein. Ich hatte ja sowieso ein Deck, was auf starke Kreaturen geht. Wenn die dann noch ein bisschen stärker, noch eine Ecke stärker sind, dann kann das wohl nicht schaden. Und ja, ich würde sagen, freut euch dann auf die nächste Folge. Ich hoffe, das Unpacking hier oder das Pack Opening hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da und abonniert bitte meinen Kanal. Und dann bis zur nächsten Folge. Ciao.